Heya und schön, dass du da bist. Das heutige Video wird das Video, was ich gerne gesehen hätte nach Kauf des Wohnwagens, denn wir hatten damals noch überhaupt gar keinen Plan, wie das Ganze genau ablaufen wird, wenn wir das erste Mal auf dem Campingplatz landen. Ich zeige dir heute Schritt für Schritt unsere Routine, damit du vielleicht auch etwas entspannter in deinen ersten Aufenthalt bzw. in deine erste Wohnwagenreise starten kannst. Wenn du bereits einiges an Erfahrungen im Bereich Camping und Wohnwagen mitbringst, dann bin ich gespannt, wie so deine Routine aussieht, was du vielleicht anders machst und noch für Tipps und Tricks hast. Lass sie gerne in die Kommentare, denn ich denke, dass hier doch einige dabei sein werden, die noch nicht so viel Erfahrung haben und sich freuen, das mitnehmen zu können. Bevor die richtige Action aber losgeht, muss man natürlich erstmal auf den Campingplatz fahren. Manchmal ist es so, dass ihr auf den Webseiten von Campingplätzen so eine Anfahrtsbeschreibung findet, also welche Straßen sollte man wählen, welche sollte man meiden, weil natürlich das Navigationssystem nicht immer die wirklich beste Anfahrt nimmt, gerade für Wohnwegen, die etwas länger und größer sind. Wenn du ein spezielles Navi nutzt, was es ja auch für Wohnmobilfahrer gibt, dann wird es wahrscheinlich relativ einfach sein, weil du irgendwann eingegeben hast, dein Fahrzeug ist so und so breit, so und so lang, und dann wählt das Navigationssystem die besten Straßen aus. Nutzt du aber zum Beispiel Google Maps, dann würde ich dir empfehlen, die Strecke mal zu checken im Satellitenmodus. Dort sieht man immer ganz gut, sind die Straßen breit, was sind das für Straßen, also sind die geteert oder sind das irgendwelche gepflasterten Straßen oder wie auch immer. In Spanien habe ich das übrigens einmal nicht gemacht, da haben wir uns dann auch in einem Bergdorf in der Sierra Nevada festgefahren, aber dazu gibt es mehr in einem späteren Video. Als nächstes denkst du wahrscheinlich, na klar, jetzt geht's zur Anmeldung, jetzt geht's in die Rezeption. Aber ich glaube, der Punkt, der davor kommt, ist auch nochmal wichtig, nämlich einen Platz zum Halten finden. Also such dir einen Parkplatz, wo das Auto in der Wohnwagen entspannt stehen kann, wo du niemandem im Weg stehst, das heißt nicht einfach vor der Schranke stehen bleiben vom Campingplatz. Also verschaff dir da so einen kleinen Überblick aus dem Auto raus, such dir dann einen Platz, wo du halten kannst, weil dann hast du genügend Zeit, um in Ruhe in die Rezeption zu gehen, alles zu klären, dich anzumelden, um dir vielleicht vorher sogar schon einen Platzüberblick zu verschaffen oder dann, nachdem du in der Rezeption warst und zu entscheiden, möchte ich auf dem Campingplatz bleiben oder fahren wir vielleicht auch noch weiter. Und wenn du einen ruhigen Platz gefunden hast, dann geht es natürlich zur Anmeldung. Was brauchst du dafür? Reisepass oder Personalausweis, das ist eigentlich meistens so der Standard. Und dann dich einfach anmelden. Gegebenenfalls hast du noch so eine Rabattkarte wie von ADAC oder von AXI, wo du bei den Übernachtungen noch mal ein bisschen was sparen kannst. Der wichtigste Part, und das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, bei der Ankunft ist natürlich die Platzauswahl. Ich habe mal aufgezählt, was so für uns am allerwichtigsten ist, worauf wir so achten, wenn wir uns einen Platz auswählen. Im Idealfall mögen wir es, wenn wir auf den Campingplatz kommen, dass wir uns den Platz auch wirklich selbst auswählen können, dass wir uns verschiedene Plätze angucken können. Das ist zugegebenerweise nicht immer so, aber auf den meisten Plätzen kann man auch dann noch sagen, hey, ich würde gerne den Platz wechseln wollen. Wenn die einfach für dich einen aussuchen, wenn du beispielsweise reserviert hast, dann müssen die natürlich einen Platz aussuchen, aber meistens sind noch irgendwelche anderen frei. Zumindest in der Nebensaison ist das häufig der Fall. Punkt Nummer 1, die Nähe zum Sanitärhaus. Wenn du nicht alles komplett im Wohnwagen machen willst, mal abwaschen gehen willst oder wie auch immer, ist natürlich die Nähe zum Sanitärhaus cool, ohne jedoch direkt daneben zu stehen. Weil zum einen ist es, finde ich, immer sehr laut und es kann natürlich auch irgendwie riechen und von daher würden wir das immer möglichst vermeiden. Zweites Thema ist das Thema Wasser, Abwasser, Chemietoilette. Das heißt, zu schauen, wenn du auf den Campingplatz kommst, wo kann ich denn mein Wasser auffüllen, wo kann ich mein Abwasser entsorgen und wo kann ich vielleicht die Chemietoilette bzw. den Urinkanister hinkippen. Wir ziehen es immer vor, wenn es denn geht, dass wir vorher nochmal bei der End- und Versorgung für Wohnmobile anhalten, unseren Wassertank komplett auffüllen und dann quasi voll ausgestattet in den Aufenthalt starten. Manchmal ist das für Wohnwegen nicht so möglich, weil man da irgendwie rückwärts reinfahren muss oder wie auch immer. Dann lassen wir das und dann suchen wir uns einen Platz, wo hoffentlich der Wasserhahn nicht so weit entfernt ist, um das Wasser dann nachträglich aufzufüllen mit Kanistern oder mit einer Gießkanne, je nachdem, was du da nutzt. Als nächstes die Stromversorgung. Die Frage ist, brauchst du Elektrizität? Manchmal ist es nämlich so, dass zwar Elektrizität an den Plätzen ist, aber nicht an allen Stellplätzen, sondern nur an bestimmten. Und man muss auch darauf achten, dass nicht immer der Stromkasten direkt am Platz ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Stromkasten weit über 10 Meter von dem Platz entfernt ist. Und da ist also auch die Frage, wie lang ist denn das Stromkabel, was du mit hast? Als nächstes das Sonnenschattenthema. Egal, ob ihr das eine oder das andere bevorzugt, je nachdem natürlich auch, was für ein Wetter ist. Also ich sag jetzt mal so,
Im Hochsommer willst du wahrscheinlich in Spanien nicht in der direkten Sonne stehen, während du im Frühjahr sagst, ja cool, Sonne, super, da ist es noch nicht so warm. Also achtet wirklich, wenn ihr auf den Platz geht, auf den Stand und den Verlauf der Sonne. Natürlich auch auf die Bäume achten, um euch den perfekten Platz bei euch auszusuchen und dann nicht irgendwie euch zu ärgern, weil ihr den ganzen Tag in der knallen Sonne liegen müsst, weil ihr am Anfang nicht darauf geachtet habt. Beachtet natürlich auch den Eingang von eurem Wohnwagen, denn je nachdem, wie rum ihr den positioniert, habt ihr natürlich auch entweder Schatten oder vielleicht Sonne. Das wäre noch so ein kleiner Tipp beim Rand und ich glaube, an dessen kann man dann auch gut festlegen, wo positionieren wir den Wohnwagen, wo wird der Eingang sein, wo bauen wir vielleicht ein Vorzelt auf oder ein Sonnendach oder ein Tarp oder was auch immer. Wenn wir uns den Stellplatz aussuchen, ist das tatsächlich eine Sache, die wir eigentlich immer schon ganz klar wissen. Neben dem Wohnwagen müsst ihr natürlich auch über das Auto nachdenken. Wir hatten manchmal auch relativ kleine Plätze in Spanien, wo wir echt Probleme hatten zu sagen, wir bauen unser Sonnendach auf und stellen das Auto irgendwo hin. Also da auch immer so ein bisschen planen, wo steht das Auto, und wir mögen es immer ganz gerne, wenn wir den Wohnwagen und das Auto so ein bisschen über Eck stellen können, weil dann hat man natürlich noch irgendwie so einen kleinen privaten Bereich, wo man nochmal ein bisschen mehr abgetrennt ist von den anderen Leuten, die um einen herum sind oder vielleicht auch dem Weg oder in andere Wohnwegen, Autos, wie auch immer langfahren. Das machen wir eigentlich immer ganz gerne, haben wir auch auf einigen Zeltplätzen genauso machen können. Der nächste Punkt ist der Untergrund. Wollt ihr vielleicht lieber auf der Wiese sein, auf festem Boden oder Kies? Auf manchen Campingplätzen ist es so, dass sich die Standplätze vom Untergrund unterscheiden. Also auch hierzu könnt ihr euch Gedanken machen. Wir zum Beispiel bevorzugen eher Wiese, weil ich es einfach angenehmer finde, als irgendwelche Steine unter dem Vorzeltteppich zu haben. Worauf wir auch achten beim Untergrund ist, dass es nicht zu schräg ist. Am meisten hat mich daran genervt, dass draußen natürlich auch alles extrem schräg ist. Also die Tische, die Stühle, das konnten wir gar nicht ausgleichen zum Teil. Also es war irgendwie alles abschüssig. Das finde ich persönlich nicht ganz so cool. Wir haben ja übrigens keinen Mover, das heißt, für uns ist es schon ein bisschen ausschlaggebend. Wo befindet sich der Platz? Ist da genug Platz, um den Wohnwagen mit dem Auto reinzuschieben? Müssen wir ihn per Hand reinschieben? Brauchen wir dafür andere Leute? Weil zum Beispiel auf die Kies, kleinen Stein, wie auch immer, schiebt es sich unglaublich schwierig. Das ist natürlich nochmal so ein entscheidender Punkt für die Leute von euch, die vielleicht auch keinen Mover haben, sondern darauf angewiesen sind, ihren Wohnwagen zu schieben. Ich werde dazu auch nochmal einen Blogpost unten unter dem Video verlinken mit den Fragen, mit den Themen, die wir so beachten, wenn wir einen Platz auswählen. Vielleicht inspirieren wir euch für euren nächsten oder auch vielleicht euren ersten Campingausflug. Und wenn ihr noch Ideen habt, was dabei noch fehlt und woran ihr vielleicht noch so gedacht habt, dann gerne mit in die Kommentare schreiben. Habt ihr euch jetzt für einen Platz entschieden, dann geht es natürlich zurück zur Anmeldung, um den Platz zu bestätigen, zu sagen, wo man steht, dass man einen Stromanschluss braucht oder eben auch nicht. Und dann kann eigentlich die richtige Ankunft auf den Campingplatz losgehen. Was wir als allererstes dann machen, ist im Idealfall Wasser auffüllen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bestenfalls an der Auffüllstation, also an der Fähr- und Entsorgung, wo meistens die Wohnmobile stehen, um den Tank komplett aufzufüllen, dann auf den Platz zu fahren und die nächsten Tage dort stehen zu können, ohne jetzt nochmal loszurennen und Wasser zu holen. Danach startet eigentlich bei uns diese richtige Routine, wer macht was und was passiert als allererstes. Zunächst positionieren wir den Wohnwagen. Darüber haben wir uns ja bereits bei der Platzwahl Gedanken gemacht. Wir parken dann mit Auto ein, beziehungsweise Johnny fährt das Auto und ich weise ihn ein. Oder wir schieben, oder wir parken erst ein Stück ein und schieben dann, also je nachdem, wie die Konditionen sind. Und an dieser Stelle will ich auch sagen, ich bin richtig glücklich, wie gut das mittlerweile funktioniert, das Einparken mit dem Auto, also quasi in den Wohnwagen reinzuschieben mit dem Auto. Groben und Ganzen haben wir uns da richtig gut eingefuchst. Mittlerweile können wir das auch viel, viel besser einschätzen, wann das Auto einschlagen muss, wie stark und so weiter. Das bringt einfach, glaube ich, die Erfahrung mit sich und dann wird das Ganze auch nochmal ein bisschen entspannter. Danach richten wir den Wohnwagen rechts-links aus, ziehen ihn also gegebenenfalls auf einen Keil, und da wir keinen Mover haben, ziehen wir ihn natürlich mit dem Auto im Idealfall auf dem Keil, weil alleine haben wir es bisher mal zu viert gemacht, glaube ich, ja genau, ganz am Anfang. Aber zu zweit schaffen wir das auf jeden Fall nicht, den Wohnwagen auf den Keil zu ziehen. Dementsprechend checken wir das gleich, bevor wir den Wohnwagen abhängen, damit wir ihn nicht abhängen, dann wieder anhängen müssen. Das ist auch schon ein paar Mal passiert, weil wir einfach nicht mehr dran gedacht haben. Und so hängt der Wohnwagen noch im Auto, man zieht ihn auf den Keil raus, ich stehe immer am Keil und sage Johnny Bescheid, wann er perfekt oben steht. Und dann können wir den Wohnwagen als nächsten Schritt abhängen. Ist
der Wohnwagen abgehangen, kann dann natürlich auch das Auto positioniert werden, weil meistens ist es ja doch so, dass das Gespann so lang ist, dass es irgendwie im Weg steht. Wir probieren das Auto immer sofort wegzufahren und dann den Wohnwagen perfekt auszurichten. Denn das Ausrichten hat ja noch einen zweiten Part, nämlich vorne hinten über das Stützrad. Am besten funktioniert das unserer Meinung nach auch zu zweit. Einer kurbelt, der andere schaut auf die Wasserwaage und sagt Bescheid, wenn der Wohnwagen perfekt steht. Die nächsten Schritte sind dann Stützen herunterkurbeln, das heißt den Wohnwagen stabilisieren und stützen, wie gesagt. Also der Wohnwagen soll ja nicht hochgebockt werden. Wir haben das auch noch manchmal gesehen, aber genau das soll ja eigentlich nicht passieren, sondern der Wohnwagen soll ja auf dem Reifen stehen, dem Stützrad und den Stützen und dann den Abwassertank aufstellen, dass das Abwasser abgefangen wird. Den Strom anschließen und nicht vergessen, den Kühlschrank umzustellen von 12 Volt auf 230 Volt. Und gegebenenfalls, wenn ihr Gas nutzt, dann auch noch das Gas anschließen. Nachdem die wichtigen funktionellen Sachen durch sind, geht es dann für uns ans hügelig machen, also dass wir es uns richtig schön gemütlich machen. Dazu gehört auf jeden Fall, und das ist das Allermindeste, der Teppich, Stühle und Tisch. Geht natürlich in echt nicht ganz so schnell. Hinzu kommt dann bei uns meistens noch das Sonnendach. Das ist so, sage ich mal, unser Standard, weil es gut stabil ist, weil es uns Schutz gegen Regen und Sonne gibt. Und da müsst ihr natürlich für euch noch gucken, möchtet ihr überhaupt irgendwas aufbauen? Möchtet ihr ein Vorzelt aufbauen, ein Sonnendach, ein Tarp? Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, was man da alles nutzen kann. Oder eine Markise. Da hat dann quasi jeder den Schritt, den er so selbst auswählt. Ja, und das soll es dann für dieses Video eigentlich auch schon gewesen sein. Das sind so unsere Schritte, also unsere ganz klassische Routine beim Ankommen auf dem Campingplatz. Würde mich mal interessieren, wie es euch mit dem Thema geht, ob ihr vielleicht jetzt auch was mitgenommen habt, worauf ihr noch nicht so achtet. Vielleicht habt ihr auch Dinge, die ich jetzt gar nicht mit einbezogen habe. Also da wäre ich mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, wenn ihr keine Videos verpassen möchtet, ein Abo und wir hören uns dann nächste Woche wieder.